Heute zeige ich euch mal wieder, warum so ein 3D-Drucker auch für den normalen Alltag extrem nützlich ist. Aktiviert die Glocke. Denn meistens benutze ich den 3D-Drucker in Videos ja, um euch coole Formen und Mechaniken zu zeigen. Aber seitdem ich so ein Teil jetzt auch für meine Videos zu Hause rumstehen habe, hatte ich ihn auch schon für viele Dinge im Haushalt genutzt. Und es ist wirklich praktisch. Denn mit 3D-Druckern kann man mittlerweile literally alles drucken. Also nahezu alles, wenn es zum Beispiel aus Kunststoff sein darf. Und so habe ich diese interessanten Designs hier für hängende Küchenrollenhalter gefunden. Normalerweise hatte ich die immer in diesen Metalldingern da rumstehen, welche tatsächlich auch so designt wurden, dass man sie einfach so schon hängend in jedem Schrank integrieren kann. Mein ganzes bisheriges Leben war eine einzige Lüge. Aber da das in meinem Küchenschrank ausnahmsweise jetzt doch nicht geht, habe ich mir eben dieses Design hier ausgesucht, aus dem Kunststoff auf Milchsäurebasis PLA gedruckt und angebracht. Und es sind genau solche kleinen Quality of Life Improvements, die so einen 3D-Drucker für den Alltag ausmachen. Und da sie auch immer billiger und fortgeschrittener werden, wird das, denke ich, auch so die Zukunft von Haushalten sein. Man spart sich nicht nur Geld, weil alles günstiger wird. Man bezahlt ja immerhin nur für Rohmaterial und Strom. Es ist auch so ziemlich immer schneller, als es jemand liefern kann. Und man spart sich auch den Weg und die Zeit zum Baumarkt. Oder wo auch immer man herbekommen soll, was man sich jetzt wünscht. Einfach suchen und finden oder designen, drucken und besitzen. Und so habe ich mir dann auch, wenn wir schon in der Küche sind, verschiedene Designs dieser Tubenquetscher hier gedruckt, um typisch Baden-Württemberg auch noch die letzten Reste aus den Tuben, die man so kennt, rauszubekommen. Spaß dich reich! Es ist halt wirklich einer der praktischsten Drucke, die ich so kenne. Und apropos Badezimmer, rein dekorative Elemente sind ebenfalls super. Und man kann sie halt auch perfekt für den Gebrauchszweck und maßgenau selbst designen, wenn man das möchte und kann. Und so kam dann halt dieser Deckel für die Klopapierrolle zustande, welcher halt auch wirklich gut aussieht und mit der Optik des Badezimmers harmoniert. Dort habe ich dann auch mal ein Spezialteil gebraucht, da ein Metallteil in diesem Design hier leider kaputt gegangen ist. Und bevor ich überhaupt herausfinden konnte, wie viel das oder auch die ganze Duschvorrichtung, die man eventuell ersetzen muss, kosten soll, war es stattdessen schon designt, gedruckt und angebracht. Und das hier meine ich eben mit Zukunft aller Haushalte. Ich liebe 3D-Drucker und für Spielzeug eignen sie sich ebenfalls super. Es gibt zum Beispiel solche Flex-Designs hier, bei denen die einzelnen Teile ineinander hergestellt werden, was dann halt sowas ermöglicht. Und dieses unglaublich professionell designte Onyx sieht einfach täuschend echt aus. Wie halt ein echtes Onyx aussieht, ne? Es ist perfekt für diese Art von Designs hier und definitiv einer meiner Lieblingsdrucke. Tipp auf den Daumen nach oben und abonniere Tichtastisch, wenn dir sowas gefällt. Und einen Druck, welchen man bis ans Ende des Universums antreiben könnte, ohne dass sich das hintere Zahnrad auch nur einmal dreht, habe ich in diesem Video hier gezeigt. Das Unendlichkeitsgetriebe.